Jeder ist nur mit seinen eigenen geringfügigen, Ja. kleinen, selbstsüchtigen Wünschen beschäftigt. Verantwortung beinhaltet außerordentliche Achtsamkeit, Fürsorge, Fleiß, nicht Nachlässigkeit, so wie es heute üblich ist. Und die ganze Zeit kratzen wir nur an der Oberfläche. Die ganze Zeit. Und denken, dass die bloße Veränderung an der Oberfläche, eine Veränderung der äußeren Struktur, dass das allen Menschen etwas Außergewöhnliches bringt. Im Gegenteil, es hat nichts gebracht. Es poliert hier und dort ein bisschen. Aber tief im Innern verändert es den Menschen nicht. Wenn wir uns also über den Wandel unterhalten, müssen wir uns klar darüber sein, dass wir den Wandel in der Psyche meinen, im eigentlichen Sein des Menschen. Das bedeutet in der ureigenen Struktur und Natur seines Denkens. Die Veränderung an der Wurzel. An der Wurzel selbst. An der Wurzel. Und wenn es diese Wandlung ist, wird der Mensch automatisch eine Veränderung in der Gesellschaft herbeiführen. Nicht die Gesellschaft zuerst oder das Individuum zuerst. Es ist die Veränderung des Menschen, die die Gesellschaft transformiert. Die zwei sind nicht voneinander getrennt. Letztlich haben alle Menschen diese Gesellschaft geschaffen. Durch ihre Gier, ihren Zorn, ihre Gewalttätigkeit, ihre Brutalität, ihre Engstirnigkeit. Sie haben diese Gesellschaft geschaffen. Wir haben keine Zeit mehr zum Rumspielen. Das Haus brennt. Jedenfalls ich empfinde das sehr stark. Die Dinge geschehen so schnell. Wir müssen etwas tun. Jeder von uns. Nicht in Bezug auf besseres Wohnen, mehr Sicherheit, mehr hiervon und davon, sondern im Wesentlichen, um sich selbst zu erneuern. Dies ist also eine der fundamentalen Fragen, die man stellen muss und die man nur durch Handeln beantworten kann, nicht durch Worte. Durch Handeln. Was bedeutet? Dass mein Geist, der menschliche Geist, sich widersprüchlich entwickelt hat. In Dualität. Das Ich und das Nicht-Ich. Er hat sich entwickelt in dieser traditionellen Spaltung, dieser Teilung, dieser Trennung. Kann nun dieser Geist diese Tatsache beobachten? Beobachten, ohne den Beobachter. Denn nur dann gibt es eine Erneuerung. Solange es einen Beobachter gibt, der dieses beobachtet, gibt es Konflikt. Totale Verpflichtung der Herausforderung gegenüber. Angemessenes und eindeutiges Antworten auf eine Krise. Das Wort Verantwortung bedeutet das, Antworten. Und ich kann nicht eindeutig antworten, wenn ich Angst habe. Und ich kann nicht eindeutig antworten, wenn ich dem Vergnügen nachjage. Ich kann nicht eindeutig antworten, wenn meine Handlung eine Routine, wiederholend, traditionell und konditioniert ist. Eindeutig auf eine Herausforderung zu antworten bedeutet, dass das Ich, das die Vergangenheit ist, enden muss.